arbeiten, hatte ich mir schon gedacht. Ja, ist ja richtig. Das ist ja nur konsequent. Warum auch das Zeug verschenken, das ist Quatsch. Bei dem Aufwand, den kann auch mal jeder selber erleben, damit er weiß, was er dann hat. Ja, eigentlich ist es wirklich so. Muss man ehrlich sagen. Ist ja. Wie viele Sets sind es jetzt? 5? Ja, ist aber nicht verkehrt. Ich meine, die wird man auch, wenn man da runter Expedition betreibt, nach da unten, wirst du die auch, glaube ich, fast brauchen. Ach so, wenn man jetzt stirbt da dran. Ja, die stehen noch im Kühlschrank. Du, ja, übrigens, der Montag war nicht nur bei uns so scheiße. Bei Hannes auch. Also jetzt nicht irgendwie tödlich oder irgendwas, aber der hatte auch früh die Autos, die Transporter, mit denen sie unterwegs sind, die stehen in der Garage, und damit, bevor sie zum Losfahren, damit das alles nicht so kalt ist und so, lassen sie alle das Auto draußen sozusagen auf dem Hof warm laufen und laden in der Zeit halt Material hinten drauf oder ab, Material ab. Und er war eigentlich fertig mit Material abladen, da macht es wollte fast schon einsteigen, da macht es zwei komische Geräusche vom Auto her, vom Motor, und ja, dreimal geknirscht oder so, und hat dann ganz so schlimm nicht. Ja, und er hatte für den Tag für einen TÜV-Termin, Vormittag. Ja, wir rufen und sagen, Leute, könnt ihr das Fahrzeug abholen. Zahnriemen oder irgendwas hat er gesagt. Das hat sich schon sehr mechanisch angehört vom Motor. Alter, hat ja alles in den Arsch geschoben haben. Was willst du denn da nehmen an Materialien, das richtig wehtut? So, also ohne dass sie dann sagen, habe ich nicht, kann ich nicht besorgen. Also müsstest du wirklich, so wie er sagt, Elektronik, oder stehen sie wahrscheinlich auch doof da, können keine Elektronik herstellen. Jedenfalls nicht für 100. Wie hoch ist ein Stapel Elektronik? 10er Stapel oder ein 100er? Einer hing schon an unserem Biomotor draußen dran mit dem Rockjake und musste reingucken. Was da los ist. Also beim Schießen kannst du nichts weiter machen, als zu warten, dass sie nochmal günstig sich hinstellt. Wenn sie wirklich so in so einem Drehmodus ist, und dann
wenn sie dann auf nichts mehr reagiert. Es wird nichts helfen, da dann auch kurz zu warten, einfach zu sagen, okay, dann geht halt der Betäubungseffekt gerade ein bisschen runter. Aber es macht, glaube ich, keinen Sinn. Dann habe ich jedenfalls gestern gemerkt, es macht dann keinen Sinn, einfach drauf zu ballern. Im Spiel nur, weil jetzt auch eine Wasserflasche drin. Oder ein Wasserglas ist ja auch noch. Falls hier nochmal Quarz runterfällt, wir brauchen noch 5 Quarz, Obsidian, dann kann ich noch eine Lupe bauen, eine Reserve-Lupe. Wenn du schießen möchtest, dann sagst du, willst es nochmal probieren, willst es nochmal wissen, dann mache ruhig. Dann guck ich, und wenn du sagst, nee, keine Lust, dann guck du und dann schieß ich. Nee, ist jedenfalls. Ich muss nochmal probieren. Weiß ich nicht, werde ich sehen. Also wie gesagt, eine Wasserflasche, zwei Wasserflaschen sind im Spiel, nur kannst du gerne eine rausnehmen. Ein Wasserglas ist drin auch noch im Schrank. Naja, wahrscheinlich wird es diesmal nicht klappen, weil ich es mir zutraue, dass es gut funktioniert. Was gestern geklappt hat, dann wird es genau bei dem nächsten Mal wird es nicht klappen und danach, dann wird es irgendwann, dann wird es wieder gehen. So, sehr genau. Ja, das fällt da runter. Die Stoffrüstung, das, falls zu heiß ist, ist auch noch im Schrank drin. Jo, da steht sie eigentlich ziemlich gut. Soll ich? Was? Und dann treffe ich sie da nicht, weil sie steht eigentlich. Und sie bewegt sich nicht. Links ist ein Skorpion außen. Links draußen. Warte, warte. Scheiße, der war nicht. Ja, eigentlich schon. Es muss nur gekocht werden, hast du gesagt. Ah, der Spino. Bist du auf dem Spino? Ah, okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich muss was. Ich repariere dann das Tor und gucke auch nach der Tor. Ja, hast du recht. Dadurch, dass jetzt kein Bonus aktiv ist, ist eigentlich Kibbel die einzig, ja, die sinnvolle Variante. Doch, hier drüben, hier vorne. Zum Wasser hin, vom Felsen aus zum Wasser geguckt. Rechts.
vom Wasser zu uns die linke Seite auf. Der Stand war ziemlich ideal, ja. Ja, mich, aber du musst sie halt da hinkriegen erstmal darüber. Also dass sie da reinkommt in die Ecke. Jetzt mal hier auch mal die App an und schauen wir nach die Werte. Und was für ein Level wird es mit Spoiled Meat geben? Kannst du das mal testen? 20 Level Unterschied. Das ist heftig. Da haben sie geschissen. Da wäre es natürlich, wenn du übermorgen 140er irgendwo siehst. Und dann keinen Kibbel hast. Aber pff. Ja, wann kriegen... Ah, das ist entscheidend. 20 Level ist ein ganz schönes dickes System. Also ist eine Kante.